Ich bin wieder da, auch wenn ich mich gerade versteckt habe. Und zwar mit einer Variation, mit einer Liegestützvariation, einer Variation der Basisliegestütze. Und dafür braucht ihr zwei Klötzchen oder zwei Erhöhungen, auf denen ihr euch abstützt. Denn dadurch macht ihr den Weg länger und die Übung ist intensiver für die Brust. Ihr könnt ein bisschen weiter eintauchen und das macht das Ganze ein bisschen intensiver für die Brust, für den Trizeps und für die Schultern. Wichtig hierbei ist, verliert nicht die Form. Also das, was ich in der Basisliegestütze gezeigt habe, gerade Rücken, Schultern sind hinten, Schulterblätter sind geschlossen, die Beine sind geschlossen unter Spannung. All das gehört auch zu dieser Variation dazu. Okay, das ist ganz, ganz wichtig. Keine Kompromisse in der Technik. Ganz wichtig. Ich empfehle euch, Glötzer zu wählen, die nicht zu hoch sind, aber auch nicht zu flach. Die Idee ist, ihr wollt tiefer eintauchen. Wenn ihr natürlich einen Glotz habt, was so hoch ist, seid ihr von dem Winkel her so weit oben, dass die Übung wesentlich leichter wird, was auch nicht Sinn und Zweck ist. Von daher würde ich empfehlen, gerade so 10 cm, das ist genau das Richtige, was ihr braucht, um diese Übung auszuführen. Ich zeige es euch. Gerade Rücken, Schultern sind zurück. Ihr seht, ein bisschen anstrengender als die normale Variation. Einer von meinen Favorites, wenn es darum geht, eine schöne Brust zu entwickeln. Und ich gebe euch einen kleinen Tipp, Secret, Geheimnis, was ich ja ganz selten erzähle, wie ihr die Übung intensiver machen könnt für die Brust. Und zwar, wenn ihr die Übung ausführt, stellt euch einfach vor, dass ihr, wenn ihr nach oben kommt, nicht so nach oben kommt, sondern so. Natürlich liegen die Klötze am Boden und ihr könnt das nicht wirklich machen, aber das ist die Idee. Ihr seid hier und ihr macht das. Dadurch spannt ihr die Brustmuskulatur isometrisch an, weil ihr imaginär so zusammenarbeitet. Die Brustmuskulatur wird mehr angespannt und ihr bekommt einen größeren Effekt für die Brust. Macht die Übung auch ein bisschen schwieriger. Von daher, wenn ihr es wirklich intensiv machen wollt, Basisliegestütze und dann die erhöhte Version und eben der kleine Trick. Visualisiert, dass die Hände zusammengehen, spannt die Brust an. Dadurch ist die Übung sehr, sehr intensiv für die Brustmuskulatur. Was ja jetzt bei dem Wetter fürs Schwimmbad eigentlich perfekt ist, weil ihr wollt ja alle einen Schwimmbadbody haben. Aber es gibt auch einige Leute, die brauchen keinen, die wollen einfach nur funktionell trainieren, von daher können die das dann auch weglassen. Kommen wir nun zur nächsten Variation. Und die nächste Variation ist eigentlich auch wieder relativ simpel. Ich mache das gleiche wie eben, nur ich erhöhe meine Beine. Das heißt, ich werde meine Beine etwas höher legen als meine Hände oder als mein Oberkörper und dadurch ist die Übung noch schwieriger. Ich zeige es euch. Gerade bei dieser Technik ist die Versuchung, in ein Hohlkreuz zu gehen, enorm groß. Widersteht der Versuchung, okay? Versucht, einen geraden Rücken zu halten. Spannt die Bauchmuskulatur an, gerade wenn die Beine etwas höher liegen als die Arme. Spannt die Bauchmuskulatur an. Nutzt den ganzen Körper als Spannungsüberträger. Das heißt, versucht wirklich eine Einheit zu bilden. Die Schultern sind unten, der Bauch ist angespannt. Gesäß ist angespannt, Beine sind gestreckt und angespannt. Das heißt, ihr seid wie ein Brett und nur die Bewegung in den Arm sorgt für die Auf- und Abwärtsbewegung. Ganz wichtig bei solchen Geschichten, immer Körperspannung, kein Hohlkreuz, sondern stabiler Rumpf, okay? Wir sehen uns gleich wieder.